1, 2, 3. Das Licht ist noch dunkel. Es wird langsam hell irgendwann. Es ist morgens um, ich weiß gar nicht, wie spät wir es haben. Wie sieht denn meine Haare eigentlich aus? Ich jetzt gerade. Es ist wirklich noch total dunkel. Ich brauche mehr Licht. Wie sieht es eigentlich aus, wenn ich hier mehr Licht habe? Licht? Da, Licht. Bringt null, ne? Es wird natürlich jetzt gleich hell, die Sonne kommt jetzt gleich raus, dann wird die Qualität hier vom Stream besser. Wo habe ich denn den Chat? Also wach ist noch niemand, so wie es aussieht? Oder doch? Ich glaube, es wird niemand im Stream sein, aber das ist mir sowas von scheißegal. Ich habe es auf Shacks und Twitchet. Und da ich mir vorgenommen habe, das zu streamen, ist mir scheißegal, ob jemand zuschaut oder nicht. Aber ich komme hier nicht mehr rein. Jetzt komme ich rein. Oh, Gilde. Kampf? Gibt's einen Kampf? Nee. Ach, Gildenportal ist wieder offen. Uli, guten Morgen. Oh, ich werd krank. Ich werd krank. Ich muss was trinken. Ich trinke was. Wie geht's dir, Uli? Du wolltest, glaube ich, irgendwas, ne? Ich habe das heute Morgen wahrgenommen. Ich habe bei mir im Teamspeak den kompletten Sound von allem aus. Ich bekomme nichts mit aus, man schreit mich an. Und dann kam es noch dazu, dass ich gestern noch telefoniert hatte mit Daisy und danach bin ich irgendwie... Ich wollte noch gar nicht schlafen gehen, ich wollte mitternachts noch einen Stream machen und ich bin sowas von eingepennt. Aber ich habe deine Nachricht vorhin gelesen. Vor einer halben Stunde. Du bist müde? Warum denn das? Aber du bist schon wach, ja? Du bist die erste Person, die wach ist. Wenn du nicht mehr schlafen kannst, ja, wir haben hier sowas wie... Hier, das da. Ich weiß nicht, ob du es kennst. Warte mal. Das da? Ja. Siehst du, ich kann da hier auch mal gucken. Da. Tata. So. Ich sitze noch auf... Ach, du sitzt noch auf Arbeit. Du Arme. Wie lange noch? Dann nutzt du jetzt dein Datenvolumen extra, ja? Ich hoffe, du hast es bald geschafft. Wozu muss man am Wochenende eigentlich da sitzen? Reicht das da nicht, wenn man da irgendwie... Obwohl, gerade am Wochenende ist da eventuell... Ich verstehe eh nicht, warum man da sitzt. Also... was ist denn hier los mit meiner Tastatur? Und warum ist die Bildqualität so scheiße? Und warum bin ich eigentlich schon live um diese Uhrzeit? Ja, das ist eigentlich... Ich werde das nachher noch bereuen. Ich komme nachher mal zuerst, das kannst du gerne tun. Ah, ich nehme es erstmal hier. Ein Mentos am Morgen vertreibt Kummer und Sorgen. So, meine Stimme ist doch gar nicht richtig da, stelle ich gerade fest. Bis um 7 musst du? Hast du gleich Feierabend? Der Güllenportal. Oh, das war ich jetzt aber nicht alleine. So, was haben wir denn hier Schönes? Ein neues Event ist heute. Ich habe keine Ahnung, was das für Event ist. Sieht aus wie Gold-Event, oder? Gehen wir erstmal. Ja, und sorry, ich habe hier nicht aufgeräumt. Seit wann habe ich so ein Glück, dass genau das kommt, was ich brauche? Ah, da bin ich ja mal überlegen. Ich habe jetzt nämlich seit kurzem habe ich jetzt mein Märchenschloss. Ja. Hier oben haben wir es schon. Damit können wir auch gleich mal anfangen. Vielleicht schaffe ich ja da schon die erste Etage. Ich habe keinen Sound im Spiel. Ich möchte noch Sound im Spiel haben. Tata. Tata, tata. So. Komm gleich wieder. Ja, gerne. Keine Ahnung, warum man hier am Wochenende sitzen muss. Ja, weiß ich auch nicht. Also, ich würde. Ich finde es selbst in der Woche überflüssig. Also am Tage kann ich es verstehen, ja, aber warum sollte man da einbrechen? Oder irgendwie, ja, okay, ein paar schöne Sachen sind da ja vielleicht, ja, die man klauen könnte, aber nee. Und irgendwelche Datenschutz, selbst bei keinem Amt oder bei keinem Dings sitzt irgendwo jemand. Aber das kenne ich, bei uns im Berufsförderungswerk, wo ich gearbeitet habe. Da sitzen auch 24 Stunden Leute, ne? Das wäre so, als ob in irgendeiner Schule 24 Stunden am Tag jemand sitzen würde.
Das ist in der Gilde schon wieder los. Ach so, der nächste Gildenkampf. Wird natürlich mitgemacht. Ich werde ziemlich oft angegriffen. Gefällt mir nicht. So. Man, was ist denn hier noch drum? Sieht alles scheiße aus. Wir versuchen einfach mal unser Glück. So. Märchenschloss. In der ersten Etage tritt euch ein freundlicher, duftender Kuchenmann entgegen. Wo steht ihr in der Nahrungskette? Ach, ein Kuchenmann, der kann da nichts tun, der ist ja freundlich. Komm gleich wieder, hat sie geschrieben, ja? Und einfach mal 2 Minuten später ist ihr hier nicht anders. Da merkt man mal, dass sie noch nicht mehr weg war. So, ich greife jetzt mal den netten Kuchenmann an. Der tut ja nichts, ne? Der ist ja lieb. Hallo? Ich muss meine Helden erstmal aufpushen vorher. Jetzt weiß ich, wieso meine Helden da sind. Der Kuchenmann ist aber nicht freundlich. Am Ende gewinnen immer die Guten, also nicht ihr. Jedenfalls nicht, wenn ihr so schlecht kämpft. Ja, kann ich jederzeit wieder angreifen? Nee, auch nur alle Stunde. Doch, war kurz weg. Ach so, habe ich gar nicht gescheckt. Gut, ich muss hier meine Leute ausrüsten. Die Markwart. Da schon die Höchststufe 150 erreicht, oder braucht hier noch ein bisschen? Wir nochmal an. Marquardt ist auch ein Mage, wa? Hat der Intelligenz. Der hat eigentlich von allen etwas. Ja, dann statten wir den als erstes hier mal aus. Dass wir hier nicht so abkacken. Stärke bräuchte wieder. Guck mal kurz rüber wechseln. So. Aber das sind ja Magier-Dinger, die kann ich ja nicht. Die kann ich nur am Markwart anwenden. Nur am Markwart. Hauptsache, ich habe die erstmal irgendwie alle untergebracht, die Sachen. Was haben wir hier? Geht auch nur an Markwart. Passt zwar eigentlich überhaupt nicht. Aber Hauptsache Markwart ist erstmal, hat erstmal ein bisschen was an. Kann ich ja nach und nach immer noch die Klamotten austauschen. Besser als nackig, würde ich jetzt sagen. So, was haben wir hier? Ja, komm, hier ist sogar Intelligenz drauf. Ich hab wirklich schon dafür gesorgt, dass wirklich schon alles mit bei ist, ne? So, was haben wir hier? Ja gut, ist nicht besser, nicht wirklich besser. Hier ist die Ausdauer besser als bei dem. Und da der eh kein Dings drauf hat, tauschen wir das mal aus. Das können wir generell nicht gebrauchen. Also, Sally. Ausdauer und Intelligenz. Ey, das nehmen wir doch. Das tun wir einfach mal verkaufen. So, voll der tote Punkt. Also bei mir ist hier ist alles nur voll wach und so, also ich.
Ich weiß schon wieder. Es wird langsam hell draußen. Also die Wolken waren wohl noch nicht so hell. Also ich schätze mal eine Stunde noch. Oder eine halbe Stunde. Dann kommt die Sonne. Guten Morgen. Guten Morgen. Wir sind alle wach. Bis nachher. So. Holla, du Bauerntölpel. Hast du gerade Bauerntölpel ist mir gesagt? Finde ich aber nicht nett. Guten Morgen. Guten Morgen. Wow, es war nicht, glaube ich, trotzdem kurz. Weil habe ich noch nicht und so. Intelligenz. Warum sind meine Handschuhe und meine... Warum sind die Sachen jetzt weg? Ah, ich bin so dumm. Ich dachte gerade, das ist jetzt mein normaler Charakter. Aber wir kaufen den erstmal was. Was kostenfrei ist. Dass der erstmal etwas drin hat. Hier ist so ein Billigring. Ja, jetzt fehlt ihm bloß noch ein schönen Stab. Ja, das ist schon Maximallevel jetzt, ne? Die werden nur Maximum Level 150. Schon sehr schwach, muss ich ja sagen. Ja, und alles, was ich jetzt aus dem Klo bekomme, bekommen dann meine Hillen. Guten Morgen. Guten Morgen. Ja, stimmt. Ja, stimmt. Ah, das ist total ungewohnt, weil ich mein Teamspeak komplett aus habe. Ne? Ich bekomme keinen Sound mit und höre auf einmal Stimmen. Schöne Grüße aus dem Krankenhaus. Ja, schöne Grüße zurück. Ja, toll. Nee, schon so früh wach, ja. Ja, für sieht ja nicht, ich weiß, schon durch. Ach so, okay. Bist du schon live? Ja, klar. Oh, hi. Ich bin... Ihr seid jetzt übrigens live, gell? Mädels. Wir schauen ganze 250.000 Zuschauer zu. Ja, mein Gott, dann noch. Ich heiße gerade seit Bentos. Das ist jetzt der auf jeden Fall. Rede, ne? Ja, auf jeden Fall hilft es Olli. Das ist Telefon, ja. Es hilft richtig diesmal. Ja, das ist schön zu hören. Wir wollen alle verlängern. Dann bist du bald schmerzfrei und brauchst keine Medikamente mehr. Haha, nein, darum geht es ja nicht. Es geht darum, dass du richtig eingestellt wirst. Ja. Aber wäre schon cool, ne? Du gehst einmal kurz rein, die machen kaum was. Als Beispiel jetzt, ne? Soll ich schreiben? Und danach brauchst du nie wieder Medikamente. Das wäre traumhaft, oder? Ich hab dich mal ins Ohr geholt. Ja. Weißt du doch, komm. Nee, das, du hast schon recht, das ist ja traumhaft, aber so leicht geht das nicht. Ja, nachher kann ich nach Hause. Für ein paar Stunden. Jeden Samstag, ja? Ja, ich könnte sonntags auch, ich könnte sogar nach der Anwendung in der Woche, aber das mache ich nicht, das wäre mir zu stressig. Da hast du recht, ja. Ja. Ja, der Doc ist cool, der Doc ist richtig cool.
In der Eröffnung hat er erstmal ein YouTube-Video angemacht. Okay. Wie lange bist du jetzt offiziell noch da? Nächste Woche Freitag. Dann ist es schon wieder vorbei, ja? Offiziell? Ja, und inoffiziell weiß ich noch nicht, was wir machen. Ey, Susanne, weißt du, was wir einfach machen? Wir boykottieren, dass wir das Zimmer verlassen. Ja, gar nicht so. Ich habe schon einige schöne Fotos gesehen, wie jetzt hier zum Beispiel das hier im Fahrstuhl. Habe ich dir das... Wie, du, hat Dennis dir das geschickt gehabt, oder was? Nein, das, wenn du das in die Gruppe schickst. Ach ja, stimmt ja. Wie fandst du das? Ja, hatte was. Ja, ne? So läuft es bei uns immer ab. Das eine Mal ist jemand sogar am Notrufknopf mit dem Hintern hängen geblieben und dann wurde dann der Fahrstuhlfunk ausgelöst und der hat uns dann nur noch lachen hören. Okay, wusste Bescheid. Okay, ja, ja. Kann nicht so schlimm sein. Ja. Er hat dann die vielen Stimmen gehört und sagte, oh, ihr seid ein bisschen voll, wa? Habt ihr etwa getrunken? Nein, wir brauchen nicht trinken, wir nehmen genug Tabletten. Okay. Wir sind alle drauf, wir sind alle durch die Bank drauf. SSO Twins, guten Morgen. Moin. Ich verstehe nicht, wie jetzt um die Uhrzeit schon Leute wach sein können. Das frage ich mich auch, vor allem am Wochenende. Musst du dafür arbeiten oder was? Nee, ich muss nicht. Ja, hallo, ich habe derzeit das kleine Problem, ja. Wenn ich zu Hause bin, ich habe gestern noch kurz mit Desi telefoniert, ne? Aber ich halte nicht mehr lange aus. Ich penne meistens schon zwischen 22 und 23 Uhr ein. Nein, du hast einen normalen Tagesrhythmus. Das ist total scheiße. Weißt du, ich kann nicht mal so ein bisschen abends noch ein bisschen was zocken, aber weiß ich was, ich kann mir nichts mehr anschauen irgendwie, weißt du, wenn ich mir eine Serie anschauen wollen würde, bringt nichts, weil ich penne dabei eh ein. Bei uns ist meistens auch schon so zwischen, am Anfang die ersten Tage zwischen 7:30 und, sag mal schnell, und zwischen 9 das Licht aus. Okay. Ich hab da WhatsApp gekriegt. Und wie ist das? Jetzt hast du den WhatsApp Web. Oh, du nutzt WhatsApp Web? Ist einfacher. Vor allen Dingen, wenn du dann eh am Laptop sitzt, abends Netflix guckst, weißt du? Ja, Odi hat auch schon im Chat geschrieben, sie kommt ja auch noch vorbei. Die hat das um 7 Feierabend. Uli! Ja. SO Twins, ich kann nicht mehr schlafen. Warum das nicht? Weil ich wahrscheinlich dich geweckt habe mit der scheiß Benachrichtigung, oder? du, ich weiß, dass ich geil finden würde. Ich muss mal an YouTube schreiben, ob sie solche Funktionen einbauen können. Bist du noch da, Nati? Nati? Ich glaube, Nati fliegt jetzt, oder? Ja, auf jeden Fall, was ich cool finden würde, wenn die solche Funktionen einbauen, wenn ich live gehe, ja, dass es dann bei den Leuten, die abonniert haben, dass es dann wie ein Wecker klingelt, ja. Das würde ich geil finden. Weißt du, so Sturm klingeln, bis die wach sind. Ey, dann würde ich bloß noch Streams mitten in der Nacht machen. Ist sie jetzt wirklich weg? Ich guck mal kurz. Obwohl, eigentlich ist sie noch da. Sie ist noch nicht geflogen. Ah, vielleicht fliegt sie gleich noch. Ja, Hellseher. Wieso denn Hellseher? Ich bin... Oh, schon dafür hellwach, dafür, dass ich so früh wach bin. So, ich habe noch andere Charaktere, schön, die ich mal leveln sollte. Ja, ich find's auch schön, dich zu sehen. Hallo. Ja, hallo. So. Jetzt hier auch nochmal einmal durch. Das ist doch hier auch mein Mage, genau. Da müsste der Kampf eigentlich was werden können. Schau dich ruhig um. Oh, hier sind noch ganz schöne Sachen, die ich eigentlich brauche.
Ah, die hebe ich mir mal auf für schlechte Zeiten. Das hier könntest du sogar eigentlich anwenden. Aber was hat das noch mit Handschuhe zu tun? Ja. Das dazu. Das kann ich in die Toilette schmeißen. Obwohl, nee, ich schmeiß das hier in die Toilette. In die Toilette! Den kann ich eventuell später auch verwenden. Warum habe ich hier eigentlich keine neuen Soldaten? Es geht total in Zeitlupe, ne? Das geht normalerweise viel flüssiger. Ich packe hier mal ein bisschen mehr drauf. So. Eine Lu. Ich war auch am Überlegen, ob ich einfach SSO streame um diese Uhrzeit, ne? Aber ich glaube, da hatte ich sogar mehr Zuschauer, aber Shakes und Fidget, das ist generell immer recht ruhig. Aber ich dachte mir so, wenn ich das eh spiele, ob ich nebenbei den Stream laufe oder nicht, so habe ich vielleicht noch Unterhaltung. So, das war's. Eine Erdbeere. Hier hast du sicherlich Hunger, ne? Oh. Ja, es ist so. Nee, SSO kommt heute wahrscheinlich noch. Habt ihr gerade die Geräusche gehört? Das war noch eine Spinne von SSO, oder? Das war eben gerade eindeutig eine Spinne. Da, ich drück darauf, ja. Total Zeitlupe. Level 121, juhu. Ich weiß gar nicht, ob ich schon eine Chance in der Unterwelt hätte. Muss ich da ja auch mal etwas zeigen. Gleich probieren. Weil die Unterwelt habe ich mir ja auch schon irgendwie gestern alles freigeschaltet. So, ich gehe jetzt erstmal auf den Charakter. Ich glaube, wenn ich die App nutze, dann geht es mit dem Stream flüssiger. Guck mal, ob ich gleich auf die App umswitche. Klappt das? Natürlich nicht. Entweder spiele ich hier in Zeitlupe. Ja, also wie gesagt, SSO wird heute auch noch kommen. Ich weiß bloß noch nicht wann. Ich glaube, die Visite läuft gerade bei. Ach. Jetzt hat Nettie den Channel verlassen. Jetzt bin ich wieder alone. Aber Uli wollte nachher noch kurz kommen. Was ist denn das hier eigentlich? Gibt es hier schon Weihnachtszeug? Geht das schon mit Weihnachten los? Ist es nicht ein bisschen früh für Weihnachten? Es gibt schon Weihnachtssachen. Guten Morgen. Morgen. Verdammt, schon wieder gewonnen. Jetzt ist der Olli wieder ganz alleine. Ja, aber du bist noch da. Also ich weiß nicht, wie lange du noch da bist, aber derzeit bist du noch da. Ich guck mal ganz kurz, ob ich Shakes and Fidget.
Ich starte mal kurz Shakes and Fidget als App. So, mal gucken. Bild ist kurz weg. Ich glaube, das macht als App gerade mehr Sinn. So, Shakes and Fidget, wo haben wir es denn? Ich sehe es gerade nicht. Ich bin blind. Da ist es! So, Shakes and Fidget kommt. So. Meine Nase juckt gerade die ganze Zeit. So. Ja, das läuft ja viel flüssiger hier. Ja, wir sind in einem Kampf und wir machen sie wie nicht fertig. Das dazu. Jetzt ist der. Achso, die Nachricht hatten wir schon noch. Das ist so leer im Chat, ja, dass ich sogar schon Nachrichten wiederhole. Ach ja. Eindeutig falsche Uhrzeit, ne? Wäre es am Wochenende um die. Also selbst innerhalb der Woche wäre jetzt mehr los, ja. Weil da die ersten Leute aufstehen, die zur Arbeit müssen oder was ich was, ne? Die kommen dann vielleicht mal kurz rein. Aber. Ah, wie flüssig das jetzt geht. Guten Morgen. Guten Morgen. Aber ich brauche hier auf jeden Fall noch Edelsteine suchen. So. Guten Morgen. Guten Morgen. Oh, ich bekomme Pilze. Das ist doch schön. Pilze sind immer was Schönes. So, hallo, guten Morgen. So, was haben wir denn hier Schönes drin? Das ist ja ein Berserker. Könnte ruhig noch ein bisschen Stärke bekommen. Da, was soll ich denn da ersetzen? Da ist sogar keiner drin, den ich ersetze. Möchtest du den Edelstein einsetzen, um diesen Gegenstand zu verbessern? Ach, einsetzen, nicht ersetzen. Ich kann nicht lesen. Das, ich bin einfach so. Es ist noch zu früh am Morgen. Ich habe ersetzen gelesen anstatt einsetzen. Doch, du bist da, ne? Sag ich ja. Du lässt mich sicherlich nicht im Stich, so wie die anderen. So. Ich wollte noch in die Unterwelt. Ob ich jetzt schon eine Chance beim Märchenschluss habe? Ich glaube noch nicht. Dafür muss ich noch ein bisschen was ins Klo werfen. Ich kann nur einmal am Tag was in die Toilette werfen. So, wo ist denn das Märchenschloss? Ist es hier? Da ist es. Die anderen Etagen kann ich noch gar nicht sehen, weil das geht wirklich so stückchenweise. Ich muss mich in die 100. Etage hochkämpfen. Der Typ passt auch so ein bisschen zu Weihnachten, ne? Muss man ja auch dazu sagen, irgendwie. Das geht jetzt richtig. Ich versuch's einfach mal. Gut, ich hab's noch nicht mal annähernd. Ja, ich muss jetzt wirklich noch alles ein bisschen. Marquardt ist der Einzige, den ich schon recht voll bekomme. Und die anderen nicht. Habe ich kurz schon was hier in die Toilette geworfen? Wenn, werfe ich unten ein Billigteil in die Toilette. Sowas hier zum Beispiel. Ja, ich kann's reinwerfen. Dann bekomme ich ein Billigteil zurück. Oh, ich höre wieder Stimmen. Hi. Oh, jetzt fange ich schon. Du kannst es besser, okay. ja. Aha. Aha. Jo. Jo. Ist klar. Nee, vorhin kam erst ein Anruf rein. Ja, dann kam der Pfleger. Okay. Ja klar, wenn ich einen Anruf reinkriege, fliege ich ja raus. Dann fliegst du ja raus. dann fliege ich raus. Ja. Auf meinem Hexenbesen.
Und dann habe ich Schatzi nochmal telefoniert und ja. Gut, ja. Schafft er. Und jetzt bist du wieder hier. Jetzt bin ich wieder da. Ja, ich hab mich, weißt du, man kommst immer nicht mit, weißt du, wenn jemand rausgeht oder rausfliegt oder weiß ich was. Ja. Du musst dich vorhin tatsächlich mal gucken, wo es auf einmal hin ist, ne? Ja, dann stellst du eine Frage und kriegst keine Antworten, ne? Ja, richtig, genau. Da denkt man sich ja auch so, okay. Muss ich wohl mitleben, wenn sie nicht mit mir reden will, weißt du, dachte ich mir dann so. Das Ding ist, wenn mein Telefon klingelt, kann ich ja nicht mal mehr sagen, hey, ich krieg grad einen Anruf. Ja, richtig, ja, dann bist du automatisch direkt gestummt. Ja. Nee, was ich weiß, was ich vorhin noch gesagt habe, was cool wäre. Na? Bei YouTube, ne, wenn ich live gehe, dass YouTube in der App, in der Handy-App irgendwas einbaut, ne, dass es dann wie ein Wecker woanders denn losgeht, weißt du? Weißt du, so starte ich einfach morgens um 6 im Stream und alle werden wach, weißt du, weil alle 1360 Abonnenten. Die Leute brauchen doch bloß einstellen, dass YouTube Benachrichtigungen rausschicken darf. Das ist doch schon das. Ja, aber der kommt nur so ein kurzes Ding, weißt du, ich meine? Und so kommt ein richtiger Weckton, weißt du, der geht so lange, bis die wach sind und die müssen. Ein richtiger Rabattton, ne? Genau, und der Ton geht erst dann aus, wenn die den YouTube-Kanal geöffnet haben. Weißt du? Du kannst dann nur abschalten, wenn du auf den Kanal gehst. Dann haben die YouTuber aber alle keine Abonnenten mehr. Ich glaube auch. Was? Nee, lass mal mit dem Wecker bitte. Warum denn? Ich würde das richtig cool finden. Ja, du schon. Oder weißt du, die sind alle in der Schule, weißt du, ich habe frei, starte den Stream, weißt du? Und der Wecker geht ja auch, wenn du dein Handy auf Stumm hast. Das wäre assi. Das wäre cool. Richtig assi. Ich würde es cool finden. Nein, Olli, nein. Ja, man sollte halt in der Schule sein Handy ausmachen. Aber die wenigsten machen das. Ich weiß. Dafür kann ich ja nichts, ne? Tja, und du würdest es ausreizen, ja, ne? Ich würde alle 10 Minuten neuen Stream starten. Ja, klasse. Reicht gar nicht, 5 Minuten. Ja. Und dann müsste man, pass auf, dann machst du dir zwei verschiedene Kanäle. Und wer ja richtig Fame ist und oder Fan von dir ist, der oder drei verschiedene, dann abonnieren die dich alle drei und dann machst du alle 5 Minuten den anderen an. Entweder das oder, was auch cool wäre, dass dann zuerst so ein Weckton kommt, ne? Und dann irgendwie sowas wie Klarsichtfolie ist jetzt live oder so, ne? Aber dann, natürlich, dass es cool ist, würde ich dann den Kanal umbinden in irgendwas Peinlichem, weißt du? Deine Mutter. Irgendwie. Nee, das ist nicht peinlich. Also irgendwie sowas wie hier Person XY von deinem Pornhub-Kanal ist jetzt live gegangen. Oder hier. Ne? Da gibt's doch auch den einen YouTube-Kanal, 61 Minuten Sex oder sowas. Hast du alles aufgeschrieben, Maria? Ne? Hast du meinen Horst? Gibt's ja auch. Hat die Maria eigentlich alles aufgeschrieben? Ich habe nur Festigung. Ja, Schrauben. Ja. Okay. Und was habt ihr so für Wetter? Sehr, also leicht neblig, muss ich sagen, ist es derzeit. Okay. Aber es sind sommerliche Temperaturen teilweise, ne? Echt? Hier ist es die ganze Zeit kalt und verregnet. Wir haben heute 8 Grad. Ey, das verstehe ich schon wieder nicht. Es stand vorgestern noch drin. Ich muss auflegen. Okay, bis dann, viel Spaß. Das sieht doch aus. Das ist schön. Jetzt ist er weg, jetzt bin ich wieder alleine. Jetzt bin ich wieder alleine. Ach ja, ich brauch ein Taschentuch. Weil ich jetzt so traurig bin. So, ich wollte noch gucken. Sie lenkt mich auch immer ab, ne? Eigentlich lenkt sie mich immer nur total ab. So, verloren. Ich wollte. Gucken, ob ich hier in der Unterwelt schon eine Chance habe. Da gibt es auch einen Kampf. Wir versuchen erstmal das hier unten. Gut, wird noch nichts. Versuchen wir das hier oben. Das wird was.
Ich hab den Struwweljochen down gemacht. Auch platt. 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 Wieso darf ich jetzt nicht mehr? Ich habe doch alle gewonnen bis jetzt. Da musst du eigentlich noch weiter dürfen, oder? Wir machen gleich weiter. Hilfe kalt. Ja, es ist wirklich. Ja, es sollte eigentlich, ne? Nächste Woche bei uns bis zu minus 7 Grad werden, also total kalt. Und das haben die schon wieder komplett geändert, ne? Jetzt sind es schon wieder plus 6 Grad. Also irgendwie. Auf dem Wetterbericht ist nicht so wirklich Verlass. So. Jetzt habe ich wieder einige Sachen bekommen. Ich habe jetzt ein BH bekommen. Hat ein bisschen mehr Intelligenz. Nehmen wir einfach mal. Kann man das hier... wie heißt nochmal? Ah ne, das ist ja hier. Ne, der braucht das. Der braucht das. Und der hat Intelligenz, das benötigt dann der hier, aber der hat hier eh schon so ein geiles Teil drauf, da bringt das hier gar nichts. Doch, Intelligenz wäre besser. Ja, das lohnt sich nicht. Weg damit. Gegenstand zerlegen wir. Hier fehlt noch ganz viel. Ihr könnt das aber einmal in die Toilette werfen. Und jetzt haben wir hier was für den Krieger. Aber es ist nicht gerade besser. Also kann man es zerlegen. Ne, lohnt sich nicht. Also weg damit. So. Ah, und ich wohne in deiner Nähe. Ja, du wohnst in meiner Nähe. Richtig. Ja, stimmt, du wohnst ja wirklich in meiner Nähe. Da sieht man mal, wie klein die Welt ist, oder? Ich möchte jetzt aber hier meinen Kampf weiterführen. So. Was haben wir hier Schönes? Der hat sehr viel Intelligenz drauf, da muss ich mal kurz gucken. Dafür wäre er perfekt. Für meinen Klarsichtfolientypen. Selbst dafür ist er defekt. Perfekt, defekt, genau. Dann machen wir das jetzt so, dass der das bekommt. Mein anderer Magier, der bekommt das. Dann haben wir hier noch so ein Teil, was gar nichts bringt. Was ist denn das hier? Okay, das ist total schlecht. Das kann man einmal in die Toilette. Jetzt haben wir hier was für den Kundschafter. Und der braucht das noch. So. Einmal in die Toilette. Obwohl, den Ring kann eh jeder haben. Das ist ein Geschickring. Schaden und Stärke. Wäre optimal eigentlich. Das ist perfekt. Das bekommt der hier. Und da müssen wir jetzt nochmal gucken. Ja, perfekt.
das sieht doch richtig gut aus. Jetzt ist es für einen Kundschafter geeignet. Tata. Ach, alles gut verwertet. Wo sind denn eigentlich die anderen alle hier? Warum steht Fabi noch um diese Uhrzeit? Hat sie schon mal auf die Uhr geguckt? Oder die ganzen anderen Leute? Pia, ist Pia noch? Schläft Pia noch? Ich muss die mal kurz wecken, wa? So, Discord. Kann ich sagen, dass sie um diese Uhrzeit noch schläft? Ich schreibe es hier mal alle. Hi. Oh. Hi. Aufstehen. Aber ich bekomme ihn nicht wach. Es ist keine Person in Discord wach. Außer die Bots. Die Bots, die sind fit. Klarsichtfolie, Musik ist auch live. Ja, alle Bots sind da. Alle anderen schlafen. So. Was ich noch tun wollte. Ich brauche ein paar Pilze auf den Account. Das wäre jetzt nicht die Welt. Klappt das? Oh, es geht wieder. Aber ich muss das hier in eure Guthaben hinzufügen. Gut, dass man hier nicht meine Kreditkartendaten sieht. Achso, ich muss da noch einen Haken setzen. So. Perfekt. So, das war die letzte Zahlung, die ich getätigt habe. Das war's. Oh, da kommt eine Nachricht. Vielen Dank für Ihren Einkauf. Ja, bitte, bitte. So. Morgen. Guten Morgen. Aber ich bekomme es nicht mit, wenn jemand reingeht, ne? Oh, Nettie kam vorhin schon rein, weißt du? Dann, hallo. Ja, was? Von wo kommt die Stimme her? Du machen sollen? Dafür bist du zu leise auf dem Ohr. Ich würde mich nicht erschrecken. Ach so. Bist zu Hause, ja? Ja. Herzlich willkommen. Ah, Waschmaschine läuft schon. Ja, das erste, was man zu Hause macht, ne? Ich würde mich erstmal hinsetzen, entspannen oder erstmal dann nach der Spätschicht schlafen gehen. Hm. Und du, ach, ich mach dir alles, Waschmaschine läuft schon. Ja, ich hab morgen Frühschicht. Und ich wollte meine Arbeitsklamotten doch gerne mal waschen. Du hast morgen Frühschicht, das ist... Ja, kannst mich gerne um 4 Uhr aus dem Bett klingeln. Das heißt, du hast jetzt die ganze Nacht durchgemacht, kannst eigentlich den Tag über pennen? Obwohl, wäre ja eigentlich auch scheiße, wenn du jetzt den Tag über pennst. Ja, genau, das ist mein Problem. Ey, das ist ja richtig böse. Ja, so. Jetzt eins nach dem anderen. Benny, jetzt nicht auf die Eier gehen. An deiner Stelle würde ich mich fragen. So, mal gucken, ob ich hier weiterkomme. Vor allen Dingen, ich gucke jetzt gerade noch mal auf meinen Dienstplan. Mein E-Mail-Tab. Wo ich jetzt irgendein Bockmist erzähle. Keine neuen E-Mails. Ich weiß, dass meine Chefin keine Langeweile hat. Was suchst du? So. Inventar voll. Ah, also, ja. Ich bin jetzt aus der Nachtschicht gekommen, ja? Darf heute Abend nochmal für 1-2 Stunden hinfahren und einen Kollegen einweisen, der noch nie da war. Der sollte eigentlich von mir eine schriftliche Einweisung kriegen.
So, aber mal ganz ehrlich, da irgendwas schriftlich zu haben und am Ende doch keine Ahnung zu haben, wie was aussieht, ist ja auch scheiße. Ja, richtig. Also opfer ich jetzt die meinen heutigen freien Tag, ja, ich habe ja jetzt Feierabend, es ist Samstag und da steht nichts im Dienstplan, also habe ich einen freien Tag, was ja eigentlich auch völlig für den Arsch ist, weil wir haben 7:30. Na, offiziell hast du keinen freien Tag, wenn du schon 6 Stunden in dem heutigen Tag gearbeitet hast. Ja, finde ich jetzt. Stunden. Ja, eben. Aber eigentlich ist es mein freier Tag. Vor allen Dingen, ich habe ja 11:30 angefangen. Mhm. Heute Nacht. Hab heute meinen freien Tag. Fahr trotzdem hin, der kriegt eine Einweisung von mir und darf dann morgen früh um 6 Uhr im Ministerium sitzen. Okay, warte mal kurz. Ja. BMO-Kid, danke für dein Follow auf Twitch. Hello, play on International Worlds 36. I'm not. Was? Ach, wir haben hier gerade eine englische Person, eine englisch sprechende Person im Chat. Ja, und du in dein perfektes Englisch. Ja, mein Englisch ist very good and so. Ja, ja, one world free. Yes. So. So, wo waren Sie stehen geblieben? Ja. Heißt, ich sitze heute Abend, fahre ich für 1-2 Stunden in die Landesfinanzschule, der kriegt eine Einweisung von mir, darf mich dann wieder hinlegen. Okay. Und um 4 Uhr wieder aufstehen. Ich habe keine Ahnung, wie ich um 4 Uhr aus dem Bett kommen soll, da ich ja eh keinen Wecker höre. Ja, 4 Uhr ist auch... Und das auf dem Sonntag, ne? Ja. Ich meine, okay, 4:30 wird es auch noch gehen, aber dann habe ich eine 30 Minuten zum Wachwerden und mich fertig machen. Hm. Da ist noch kein Kaffee mit eingerechnet und nix. Du tust mir leid. Annie, was möchtest du? Gib was zu fressen, wenn ich ins Bett gehe. Das hat schon seinen Grund. Weil dann seid ihr in der Küche beschäftigt und ich kann mich in Ruhe meine Decke einmummeln. Ja, ha. War nervig mit 2 Katzen. Willst du dich im Bett gemütlich machen? Und nein, die funken dazwischen. Ja, so ist es halt, ne? Ja. Ihr zwei seid ja auch so gut. Hast ja gesehen, wie ich gestern geweckt wurde, ne? Ja. So mit Katze im Gesicht. Also sind wir mal ehrlich, das magst du doch, oder? Kommt drauf an. Kommt drauf an. Also wach zu werden und so eine Langhaarkatze im Mund zu haben, ist nicht unbedingt toll. Schmeckt's dir nicht? Nee, die schmeckt nicht. Auch wenn du zuckersüß bist. Wäre ja nett, wenn du deinen Arsch mal aus dem Aschenbecher nimmst, danke. So. Jetzt eins nach dem anderen. Eins nach dem anderen. Magier, Rüstung geschickt. Vor allen Dingen, ich habe die ganze Nacht vor der Glotze gesessen. Ist ja schön, dass die da so einen tollen HD-Fernseher haben oder wie die Dinger heißen. Und da nur der größte Rotz drin lief. Hm. Dann zieh dir mal 7 Stunden irgendeine Scheiße in der Glotze rein. Aber gut, dass sie sowas zumindest zulassen, ne? Eigentlich nicht. Ach so, eigentlich nicht, okay, ja gut. Nee, weil ich dachte mir so, okay, was willst du sonst dort machen? Ja, eben, wir haben ja nichts da. Kein Rechner, da steht einer, da dürfen wir aber nicht dran. Wir dürfen nicht in das WLAN von denen. Fernsehen gucken dürfen wir auch nicht. Also im Prinzip darfst du da echt nur sitzen mit einem Buch oder dich mit deinem Handy beschäftigen. Wo dann das, was du an Datenvolumen während deiner Arbeitszeit verbrauchst, quasi auch noch aus eigener Tasche zahlst. Ja, okay. Stell mal vor, das würde da sowas von streng sein, weil du darfst kein Handy oder ähnliches dort nutzen. Ja, das lassen sie auch nur mit Zähneknirschen zu. Okay.
Guten Morgen. Schon zu meiner Chefin gesagt, dass du da zu sitzen ist für mich wie Strafarbeit. Guckt die mich an, sagt die, wieso? Ja, setzen Sie sich mal dahin. Dachte, haben Sie nichts, wo Sie sich mit beschäftigen können? Wenn ich ein Buch lese, fallen mir die Augen zu. So mit dem Handy, alles gut und schön, ist und wird auf Dauer auch langweilig. Vor allen Dingen fristet mein privates Datenvolumen. Und was ich da schon an Wolldecken hergestellt habe in der Zeit, ist so da. Ich habe aufgehört zu zählen. Oh, eine Nachricht. Viragna hat beim Dämonenportal achso, und so viel Schaden verursacht. Habe ich auch schon Schaden verursacht heute? Ich glaube schon. Ich sehe mich aber nicht mehr in der Liste, die ist so lang. Ja, und wie läuft der Tag heute noch so ab? Jetzt läuft erstmal eine Waschmaschine. Ja, ich gehe gleich ins Bett. Ich sitze jetzt hier noch ein bisschen am Rechner. Gehe dann ins Bett. Aha. Wenn ich aufstehe, hänge ich die Sachen auf, schmeiß die nächste Maschine an. Ja. Das ist auch die Frage, wie lange legst du dich jetzt hin, ne? Dass du heute Abend noch schlafen kannst. Ja. Vor ein paar Tagen hatte ich echt das Glück, ich bin dann irgendwann mittags wach geworden. Hab dann aber schon wieder um 16 Uhr im Bett gelegen und gepennt, weil mir fielen die Augen wieder zu. Hm. Ich weiß ja, dass du mich lieb hast. Ich knuddel dich gleich, aber so, dass du keine Lust mehr hast. Betten? Ja. Du Riesenbaby, du Riesenbaby. Oh. Ja, das magst du schon mal nicht. Ja, einmal Narbenkontrolle. Das muss sein. Das hält doch wunderbar ab. Annie kann man wenigstens wie ein Baby im Arm halten. Kannst du mit Mimi nicht machen. Auch mal ja, es gibt viele Katzen mögen sowas überhaupt nicht, ne? Ja. Mit Annie kann man das aber machen. Finde ich eigentlich voll cool. Wollt ihr auch was sagen, Annie? Ja, mal. Hört man nicht, ne? Nee. Kommt nicht? Kommt nicht an. Absolut nicht. Oh. Komm mal hin. Intelligenz ist wieder besser. Weil bei ihr kann man das, glaube ich, auch machen, weil ich das von Anfang an mit ihr gemacht habe. Wenn du so eine Katze hast, die schon 3 Jahre alt ist und die das gar nicht kennt, dann hast du auch die Arschkarte. Hm. Nee? Nee, hallo? Freundin von mir, die ist mit ihrer Katze hingegangen, die hatte die auch von klein auf. Die hat sich immer irgendwie hier irgendwelche Tier-Doku-Ärzte-Gedönster angeguckt und hat die ganzen Handgriffe nachgemacht. Mit der Katze kann, die kann mit der Katze machen, was sie will. Die wehrt sich nicht. Auch nicht schlecht. Aber das hat die halt von klein auf mit ihr geübt, ne? Hm. Ja, guck mal, ich konnte meine Katze damals auch als Kopfkissen und so weiter nutzen, weißt du? Die hat sie immer schon auf den Kopfkissen gelegt, ich habe mich dann dran gekuschelt, weißt du? Ja. Annie ist auch so in die Richtung. Mimi gar nicht. Wenn ich nicht meine Bettdecke quasi über mir drüber liegen habe, dann legt sie sich auf mich drauf. Hm. Mimi auf dem Arm? Oh wei. Ja, Mimi guckt mich schon an, die hört nur Arm. Hey, das ist I, ne?
Arm ist ganz doof. Nein, Annie. Wenn ich ins Bett gehe, immer noch. Olli. Was denn? Annie macht wieder Katzengejammer. Ist doch süß. Ja, ja, ich weiß ja, was sie will. Aber nein, sie soll lernen, sich mal zu gedulden. Ja, cool, dann. Eine Akte gegeben. Akte. Ist SSO-Twins doch da oder ist sie schon eingeschlafen? Keine Ahnung. So still. Ich stehe, ich hab deinen Stream gerade nicht an. Jetzt habe ich eine Ab. Mach erstmal den Ton weg. Welcher Ton denn? Das ist gar kein Ton. Ich streame ohne Sound. Ja, ja. So, Intelligenz. Intelligenz. Duell zwei Zuschauer. Ja, keine Ahnung. Also einmal ich. Ja, und ich sehe hier nicht, also ist noch eine zweite Person da. Ja, ist auch eindeutig die falsche Zeit, ne? Auf dem Samstagmorgen um 6 oder 6:30 Uhr. Ja, ich hab vorhin da auch auf der Arbeit gesessen. Sehe die Meldung, ich denke nur so, hat der Typ keine Hobbys? Nee. Nee, ich bin gestern zu früh eingeschlafen. Und ja. War dementsprechend, weiß ich schlafe mittlerweile immer total früh ein. Und war dementsprechend schon heute wieder total früh wach, ne? Ja. Was macht man da, dass man nicht wieder einschläft? Weil zum ganzen Tag, also wenn du zu viel Schlaf hast, ist es ja auch nicht gesund. Also dachte ich mir, okay, starte ich einen Stream. Und wenn ich da einpenne, dann werde ich das sicherlich ziemlich zeitnah mitbekommen von irgendwelchen Leuten, die mich anrufen und sagen, ey, du bist eingepennt. Oh. Aber das habe ich Gott sei Dank noch nicht geschafft, ne? Dass ich irgendwie im Stream einpenne oder so. Ach, übrigens. Euer komischer Nachtstream da, Steffen, deine Schwester und du. Du warst mit dem Löschen nicht schnell genug. Ich hab's echt noch geschafft, mir das nochmal komplett anzugucken. Aha. Ja, ich glaube, wenn du drauf bist, ich hab das ja nicht gelöscht, ich hab's ja nur auf privat gesetzt. Und da hattest du dann halt wohl noch Glück, wa? Würde ich mal sagen. Ja. Aber ich wollte es dann nochmal liken, aber ging nicht. Ja, 5 Aufrufe hat das Video. Ich wusste also automatisch, eine Person hat es noch gesehen. Also eine Person mehr von denen, die da waren. Ja, das war dann ich, weil ich hab's mir dann nochmal von Anfang an angeguckt. Aber wie viel hatte denn deine Schwester bitte getrunken? Ach, ging eigentlich. Ging eigentlich? Ja. Hat sie so voll gewirkt? Hallo. Naja, ich kenne ja dieses eine alte Video, wo sie da irgendwie total gelangweilt sitzt. Ja. Und ich mir nur noch dachte, okay, die Frau, die kann mit YouTube streamen überhaupt nichts anfangen. Und da war es anders, ja? Ja, und ich habe auch gedacht, okay, in dem einen Video ist sie so, ja, ruhig, irgendwann total gelangweilt. Macht schon so den Eindruck so nach Motto, boah, mein Bruder geht mir gerade auf die Eier. Und ja, das Nächtliche da, ja, gute Laune hast du nicht gesehen. So, dann betreten wir doch mal den Turm. Mal gucken, ob ich jetzt diesen komischen Q
Kuchenmann getötet bekomme. Oh, nicht mal annähernd, ich bin so schlecht. Das wird noch dauern. Bis ich hier im Märchenturm in die zweite Etage komme von 100. Der Turm. Die Etage, das klingt irgendwie so nach Fiesta. Ja, so ein bisschen. Ne? Das ist so ein Märchenturm, weißt du? Und ich schaffe noch nicht mal in der ersten Etage den komischen Typen hier, den Kuchenmann. Pro bereinigter Etage wird bei Abenteuern 1% Bonus auf verdientes Gold angerechnet, okay. Dafür muss ich das auch irgendwann mal schaffen. Mal gucken. Gut, dann gucken wir uns mal kurz bei SSO ein. Auf der Suche nach einer Aufgabe. Ich habe bei SSO voll den coolen Bug. Was für Bug? Seitdem sie da das Halloween-Gedöns rausgeholt haben. Meine ganzen Pferde, die nicht im Stall stehen, ja, sondern auf der Koppel, ja, die hängen alle in der Luft. Ich stehe draußen vor dem Stall, quasi so ungefähr auf der Höhe von dem Transporter, und die hängen da alle in der Luft. Ich habe erstmal, wo ich das erstmal gesehen habe, schon gedacht, toll, welche Deppen nutzen denn da schon wieder irgendeinen Bug aus, ne? Ich bin da fünfmal dran vorbeigelaufen, bis mir dann mal einfiel, so beim Hingucken, so. Ey. Die sehen aus wie die Pferde, die ich auf der Koppel stehen hab. Ja, bin dann in den Stall gegangen, hab mal nachgeguckt, welche da jetzt wirklich stehen. Bin nochmal raus aus dem Stall, hab nochmal nachgeguckt, das sind deine Koppelpferde. Ist doch schön. Ja. Wie findest du die neue Shop-Funktion? Hab ich noch nicht angeguckt. Ich finde die sowas von geil. Weißt du, kannst du jetzt einfach mal, egal wo du bist, weißt du, kannst einfach mal Online-Shopping betreiben, weißt du? Ja. Und kannst direkt gucken, was passt zu deinem Pferd. Du kannst siehst sofort, wie es aussieht, und kannst es dir dann direkt kaufen. Ich habe mir jetzt für mein rosanes Pferd, ne, habe ich mir nur so ein Zaumzeug geholt, weißt du? Das Hübsche, natürlich total in rosa, ne? Ja. Und natürlich gleich das Beste. Und was war? Von meinen 10.000 Schillingen hat das 9.750 gekostet. Jetzt muss ich erstmal Ewigkeiten sparen, bis ich das nächste Teil mir holen kann. Ja, das hatte ich jetzt auch. Ich hatte ja normalerweise jedes Pferd mit diesem guten Hufeisen aus. Mhm. So. Aber das dauert natürlich, bis ich die Kohle dafür zusammen habe. Ja, richtig. Heute Nachmittag oder so werde ich mich dann nochmal an die Erfolge setzen, dass ich da mal weiterkomme. Hast du also ein Ziel gesetzt, dass du alles fertig haben möchtest, ja? Ja. Ey, meine Stimme geht weg. Was ist jetzt los? Stimme, komm! Hals weh? Nee, gar nicht. Jetzt geht's wieder. Meine Stimme wollte gerade verschwinden. Aber wenn ich rausgehe, ist es kein Wunder, dass meine Stimme verschwinden will, wenn ich rausschaue. Aber das Kuriose an diesem Bug ist, normalerweise macht man ja einen Relock und dann ist es gut. Hm. Ne? Nö, hier nicht. Die hängen immer noch da. Ja, ist doch schön. Ja. Warte mal. Ich kann dir das sogar zeigen. Dein Handy griffbereit? Ja, hab ich. Ja. Meine Güte. Viel zu oft mit Tanja bei Facebook dran. War das Ohrkatzel? Was da? Weiterleiten an. Was ich denn? Definitiv viel zu viele Kerle bei mir im Dings. Wo die alle herkommen, wa? Da, Olli. Ja. Annie, muss das sein? Vor allen Dingen, ich kann ja momentan auch kaum irgendwie was spielen, ne? Ich habe ja jetzt ein Handicap. Du hast ein Handicap. Ja. Ich kann aktuell kein Minecraft spielen. Ich kann zum Beispiel kein Fiesta spielen. Ich kann kein Terra spielen. Einzigste, was noch halbwegs funktioniert, ist SSO.
Ja, was würde ihr SSO damit sagen? Spiel keine anderen Spiele. Ja, so ungefähr. Nein. Meine rechte Maustaste reagiert nicht mehr. Ich brauche eine neue Maus. Oh. Hier. Ja, und bei SSO geht das. Da brauchst du die nicht so wirklich. Ja, normalerweise nutze ich die da auch, aber um die Kamerasteuerung ein bisschen zu beschleunigen. Hm. Aber es geht auch ohne. Ist nur ein bisschen scheiße. So, ich hab dir das Bild mal geschickt. Ja, aber solche Maus hast du ja... Da gibt's ja überall. Irgendwie. Du gehst heute beim Mediamarkt rein, bevor du zur Arbeit gehst. Ich bestelle mir die über Amazon. Oder so. Ich weiß ja, was ich haben will und ich glaube nicht. Geil, ne? Alle auf einen Haufen. Alle auf einem Haufen. Das sieht ja geil aus. Ist auch immer noch. Ich bin gerade eingeloggt. Und da stehen alle auf einen Fleck. Alle, die du auf der Weide hast, ja? Ja. Dann weißt du mal, wo die Weide offiziell ist. Hab ich mir auch gedacht. Da weiß man, wo das Datenpaket gelandet ist. Ja, die hätten sie irgendwo anders hin platzieren sollen, wa? Ich finde eigentlich, es müsste nur einen unbegrenzten Stall geben. Kannst den das, ja ausbauen. Ja, aber dass du den so weit ausbaust, da, ich weiß gar nicht, gibt es eine Grenze beim Ausbau? Keine Ahnung. Ich denke mal schon, oder? Oder dass man vielleicht einfach hingeht, was vielleicht auch noch einfach schön gewesen wäre. Die haben doch hinten, wenn du aus dem Stall rauskommst und dann da am Brunnen rechts, da ist doch dieser große Platz, wo eigentlich nichts ist. Ne, wo da hier die Stallreinigungsquesten da bei dieser Jenna abgeht. Dass da jeder seine eigenen Pferde sieht, oder was? Ja. Ja. Ich glaube, da es ja dann schon wieder außerhalb des persönlichen Bereichs ist, würde es dann für alle angezeigt werden und dann würde es da Chaos pur sein, glaube ich. Ja, nö, wieso hier so an den Stellen ist ja auch wenig los. Und es gibt ja auch genug Gegenden, wo du halt alleine durchrennst, ne? So wie hier die Bohrinsel oder so schalten. Ja, ja, richtig. Oder du hast irgendeine Tür, das wäre auch noch geil, dass du vom Stall aus durch irgendeine andere Tür gehen kannst und du bist dann auf deiner Weide und siehst da alle Pferde. Ja. Ne, und wenn du andere Leute auch noch da haben willst, dann kannst du sie einladen. Ja. Das wäre auch noch cool. Aber es kommt ja jetzt, entweder wahrscheinlich sogar schon nächstes Wochenende, ein neues Gebiet. Ja. Ja, das wird dann wieder... Kann man sich von Weitem ja auch schon angucken. Man sieht noch nicht so viel. Man sieht nur ein Gebäude. Das wird sicherlich total lustig. Eigentlich wollte ich das ja dann streamen, aber ich bin da arbeiten. Ich habe da Spätschicht. Okay. Weil dann hatte ich wieder so viele Zuschauer, weißt du? Weil ich den Stream schon wieder starte, bevor das Update da ist. Das habe ich beim letzten Mal auch gemacht. Dann denken alle schon, wie kommst du denn schon drauf und wir nicht? Dann ja, tja, ich kann das halt. Ein Olli. Ach ja. Ich war schon wieder müde. Mein aber Weihnachtsfutter nein, vom letzten Jahr reicht noch aus bis zum Weihnachtsupdate. Das finde ich sehr schön. Guten Morgen. Das Weihnachtsupdate weiß ich gar nicht. Das kommt wahrscheinlich dann Anfang Dezember, oder? Gehe ich mal von aus, ja. So Anfang, Mitte Dezember. Aber ich habe halt noch das ganze Futter vom letzten Jahr. Nicht einmal Futter kaufen. Ich musste dieses Jahr nicht einmal irgendwas für meinen Anfangswert holen an Halloween-Zeug. Ich hatte auch noch alles vom letzten Jahr. Ja gut, kriegst du ja sowieso jedes Jahr. Ja. Aber was ich cool fand, ich hatte mir doch da diesen ganzen Schwung an Urpferden gekauft, ne? Das eine Mal. Ja. Ja, jetzt war ich ja so pleite, dass ich mir dieses Jahr Halloween gar kein Pferd holen konnte. Aber das Pferd, was ich zu dem Zeitraum gelevelt habe, ich habe es ja jetzt endlich alle durchgelevelt, ausgelevelt. Das war dieses, Moment, ich suche es gerade, damit ich die Beschreibung besser beschreiben kann. Dieses Urpferd, was so, ja, so weiß-grau ist mit dieser lilanen Mähne und Schweif. Ah, okay. Weißt du, welches ich meine? Ja, ich glaube schon.
Die Halloween-Sachen dazu passen perfekt zu dem Pferd. Die Decke ist auch lila. Bandagen auch. Ja, ich hab das Ganze. Das ganze Halloween-Zeug, man kann es mal tragen, weißt du, wenn Halloween ist. Aber da das null Stats drauf hat, ne? Das hat deswegen haben es die ausgelevelten. Ja. Ich habe das schon wieder alles in den Schrank geräumt. Ja, ich hab's dem einen Pferd hier verpasst und gut ist. Boah, Leute. Ist doch hier nicht so ein Scheiß mit Tutorial. Ist doch da selber durchführen. Ah, hier, Hufeisen. Ah, die sind aber hundsmiserabel, die Dinger. Ich glaube, das wird nichts mehr, ne? Doch. Wieder auch neue Sachen in den Shop reingetan? Weiß ich nicht. Vielleicht hast du die einfach noch nie gefunden, weil die irgendwo sind, wo du noch nicht warst. Kann sein, ich guck mir ja auch nicht alles an. Ja. Wenn ich irgendwas haben will, gehe ich normalerweise nach Shopping Center, oder? Genau, Shopping Center. Ja, richtig, genau. Und da hast du ja nur die Sachen, die im Shopping Center sind, ne? Und dann hast du nicht die Sachen, wie die in jedem Ort sind, ne? Ja. Im Moorland hast du ja Shops, in Fort Pinter hast du Shops, da hast du überall Shops. Ja, ja. Nein, Annie. Immer noch nicht. Schön, dass du vorbeikommst. Satteltaschen erbrechen. Hey, mach langsam. Guten Morgen. Gegenstand ist verzaubert. Was haben wir denn mit so einem Scheiß? Morgen.
Gegenstand ist verzaubert. Diese Art von Gegenständen ist heute nicht als Zutat erwünscht. Bestes Reittier, bester Preis. Nee. Oh, Annie, du gehst mir auf. Sieh dir mal an, was ich hier für dich hab. Ah ja. Was mal? Hallo? Würdest du mal bitte die Pfoten von meinem Handy lassen? Reicht schon, dass du eine WhatsApp verschickt hast. Wirklich jetzt? Ja. Ich hab's geschafft, eine WhatsApp zu verschicken. Mit einem Selfie zumindest? Nee, das nicht. Irgend, keine Ahnung, was das für eine Sprache war, was sie da getippt hat. Aber wäre möglich, theoretisch, ne? Theoretisch wäre das weißt möglich. Weißt du, löst irgendwie die Kamera aus, ne? Ja, ja. Und dann zweimal auf Senden? Ja, ja, ne, ich hatte das Handy hier liegen, war so mit einer Freundin da was am Bequatschen. Und so nebenbei noch so am Rechner und hatte so das Handy vor mir liegen und hier ist man, ne, wie das halt so ist. Und passt da nicht so ganz auf und ja, die Katze kam auf den Tisch und irgendwann Mau hier, Mau da und Schnurr und ja. Einmal war dann, guck so, so, hä? Weil ich wissen wollte, ob meine Freundin da mal reagiert hat und dann so, hä? Ja, da hatte sie dann, hatte kein Andy eine WhatsApp verschickt. Ja, nicht schlecht. Ja. Nee. Ach, und daraufhin bin ich dann mal so auf die geistesreiche Idee gekommen, es gibt ja ungelogen Apps für Katzen. Ja, genau, die brauchen jetzt auch schon ein Smartphone. Ja, ja. Also meine Katze ist irgendwie sowieso anscheinend total Smartphone-geil. Nee, es gibt wirklich so Apps für Katzen, oder das ist so ein Punkt über so Spiele-Apps, wo so ein Punkt über den Bildschirm da von deinem Handy dann da geht. Und ja, ich brauche die Katze im Prinzip nur antippen. Da ist die Punkte für. Frag mich zwar, was die Katze mit den Punkten will, aber gut. Und aber dann schön Handy, mit der Kralle rauf. Ja, die nimmt schon die Pfoten. Also, ne, das ist die Kralle. Aber Annie reagiert drauf. Sag mal, Kumpel, hattest du nicht einen Auftrag zu erledigen? Kannst du mir helfen? So, dann habe ich das hier gleich durch. Daisy, moin, so früh wach, Olli. Ja, ich konnte nicht mehr schlafen, ich weiß auch nicht. Irgendwie. Ich bin gestern nach unserem Gespräch sofort eingepennt und dann war ich weg. Ich bin schon wieder seit um 6 wach oder so. Also locker schon 2 Stunden. Ach ja. So. Oh, Peter Krebs 11, danke für dein Follow und hi, wie geht's dir? Aber jetzt komme ich tatsächlich schon in die Phase, wo ich warten muss. Daisy. Da bist du ja. Ich weiß nicht, wann sie geschrieben hat, aber Daisy. Hatte ich schon vorgelesen. Echt? Ja, gut. Du bist auch schon so in deinem Schlaf, ne? Ja, so halbwegs.
Schaut in den Kessel. Gott, da kann man doch nicht weitermachen. Kann man knudeln und knutschen und knautschen, ne? Ja. Boah, du. Boah. Katze, geh mal Zähne putzen. Apropos Zähne putzen. Was macht eigentlich? Ich versuche nochmal mein Glück. Ja, genau. Mach mal Mäulchen auf. Gut, Mäulchen an Ratzfratz komme ich nicht ran. Klingt fast so wie so ein Pokémon, oder? Ratfratz oder so. Gibt's doch. Ja, aber das hier heißt Ratzfratz. Achso. Leicht umbenannt. Ja. Damit es nicht auffällt, dass es geklaut ist, ne? Richtig. Du Mini-Baby, ne? Und Mini ist mein Riesenbaby. Ja, das Doofe ist, dass ich im Märchenturm noch nichts gerissen bekomme. Das wird noch ein bisschen dauern. Oh, ich muss die eh noch alle ein bisschen ausstatten. Die Edelsteinmine braucht auch seine Zeit. Ich werde nachher auf jeden Fall nach dem Stream noch ein bisschen mir die Zeit nehmen und noch ein bisschen Werbung gucken. So was mache ich sehr gerne, Uli. Ganz viel Werbung mir anschauen. Einfach nur so. Werbung. Um hier an das hässliche Glücksrad drehen zu können. Ach so. Ja, es gibt immer Lucky Coins, weißt du? Und wenn du 10 Stück zusammen hast, kannst du einmal am Glücksrad drehen und dafür was bekommen. Und du kannst insgesamt 20 Mal am Tag am Glücksrad drehen. Das heißt, du brauchst insgesamt 200 Lucky Coins. Bedeutet so durchschnittlich, ja, 50, 60 Mal Werbung schauen, dass du die zusammen hast. Oh boy. Ach ja, macht aber sehr viel Spaß und so. Peter Krebs, wie geht's dir? Du bist zu still, hast Hi geschrieben und ich hab Durst. Ich hab hier noch so einen schönen veganen Energy, ja. Also, sag ich so. Veganen Energy. Ja. Was ist denn ansonsten an tierischen Gedöns in Energy drinne, bitteschön? Kann ich dir sagen, was normalerweise ist? Also Taurin ist das zum Beispiel. Ja, ich, so. Das ist aber ein synthetisches Taurin. Oder meinst du, die packen da echt Stierwichse rein? Natürlich. Was haben wir noch drin? Andy, lass die Computermaus in Ruhe. Ah. Eiweiß. Fettsäuren. Es kann aber auch alles pflanzliches Gedöns sein, ne? Pflanzliches Eiweiß? Ja. Ich kann ja kurz googeln, ob das vegan ist. Kannst auch mal in der Schädelfestung angreifen. Ja, theoretisch kann ich das, aber praktisch bringt das noch nicht wirklich viel, weil ich noch... Oh, ist das laut. Ah, das ist das eigentlich, was mir noch wach hält, ne, wenn es alle paar Sekunden. Hier ist Red Bull. Was hier eigentlich Schönes? Hier komme ich auch noch nicht weiter. Der Red Bull wird dich mal annähernd. Hier Schwarzschädelfestung, die meinst du, ne? Pack ich noch nicht. Kannst ja einmal testen. Da, es fehlt nicht viel. Aber ich habe eigentlich genug Möglichkeiten gerade. Das werde ich jetzt noch machen. Ich gebe ein bisschen mein Geld aus. Oh, Annie! Ein bisschen hier mit drauf. Scheiß drauf, alles weg. Ich brauche kein Gold. Los, runter bis auf null. So. Ah, ha. Nee, ich muss hier noch, ich brauche noch aus der Mine noch ein bisschen was, um Hallo. Hier zwei Sachen noch ein bisschen aufzufrischen.
Guten Morgen. So, was kann ich jetzt noch machen? Eigentlich habe ich jetzt wirklich schon alles durch. Alles andere läuft noch so nebenbei. Wenn ich hier 100 zusammen habe, werde ich ja auch nochmal von vorne anfangen. Okay. Okay, oh, ich habe eine Nachricht bekommen. Ich bin wichtig. PayPal. Was waren die von mir? Also das Rockstar Zero. Ja. Also dieses Rockstar Zero Sugar ist nicht vegan. Okay, wäre mir auch ziemlich... Also ich glaube, dass das generell nichts vegan ist. Red Bull ist vegan. Eigentlich müsste es gehen, deine Waffe braucht einen Sockel. Ja, das kommt auch noch dazu. Beziehungsweise eine andere Waffe. Ah ne, also siehst du hier. Guten Morgen. Taurin ist keine Stierwichse, das ist irgendwas aus der Galle. Ja, siehst du? Ja, Taurin ist eine Säure, die neben einer Sulfonsäuregruppe auch eine Aminogruppe enthält. Der menschliche Körper stellt das Taurin aus der Aminosäure Stein oder so ähnlich selbst her. Es ist eine Zufuhr durch Nahrung nicht notwendig. Entdeckt wurde es erstmal 1827 von Gmelin und Tiedemann, die aus der Galle von Ochsen extrahieren konnten. Ja, die es aus der Galle von Ochsen extrahieren konnten. Heutzutage wird Taurin jedoch fast vollständig synthetisch hergestellt und ist somit vegan. Ja gut, da reden wir aber jetzt nur von Taurin, ne? Da ist ja noch zu viel anderes Zeug drin. Was ist das für ein Spiel? Shakes and Fidget ist das, Daisy? Ach, hier sind doch ganz viele Vitamine drin, ne? Vitamin B6, Vitamin B12. Und total ungewöhnlich viel Salz ist hier drin. Hier ist... Bei meinen ist mehr Salz drin als Kohlenhydrate. Okay. Ja, ich hab zum Beispiel, na gut, ich vertrag da sowieso nicht allzu viel von. Wenn ich Energy trinke, dann dieses Monster. Das Grüne. Mhm. Außer jetzt hier, das, was Anja mir da gesagt hat, was ich da hatte, das war auch lecker. Dieses komische Eistee-Energy-Zeug da. Eistee-Energy? Ja, das schmeckte nach Eistee. Ja gut, ne? War auch von Monster. Nee, aber wenn ich 2 Dosen Monster getrunken habe, dann ist mir übel. Und ich merke auch immer, dass das Zeug mir irgendwie trocken in den Hals verpasst. Was, dann kannst du einen Instein reintun und ja, gut, Instein, da geht's los, ne? Wenn ich den jetzt gleich rausbekomme. In 1 Stunde und 3 Minuten, ja. Dann kann ich die natürlich... Ah, warte mal kurz. Da. Da fehlt's noch sehr weit. Ich brauche 4100, weiß ich was. Wie viel habe ich? Mir fehlen noch über 1000... Wie heißt das Zeug eigentlich? Ich vergesse das jedes Mal. Na, das da halt, ne? So. Kann ich hier schon wieder ein bisschen was machen? Nö. Aua. Was ist los? Lässt du dich wieder verletzen? Ah! Bist du des Wahnsinns? Aber die springt mir gerade quer über den Rücken. Und das zweite Mal mit Krallen. Ja, ist so eine schöne Massage für den Rücken. Ja. Hi, Kater und Sienna. Guten Morgen. Wie die ganzen SSO-Leute wach werden. Ich weiß nicht, ob du drauf stehst, wenn dir der Rücken zerkratzt wird. Fand das jetzt nicht so toll. Kommt in der Zusammensetzung, also ne, in der aktuellen Situation drauf an. Drück dich ja jugendfrei aus. Edelsteine, so heißt das beim Schmied. Das sind wirklich Edelsteine, okay. Ja, was suchst du? Okay, sieht doch nach sowas aus, ne? Also, wo waren die jetzt nochmal? Hier.
So. Hallo. Hallo. Kann ich jetzt hier wieder was tun? Ja, ich kann hier wieder was tun. So, mal ein bisschen was für den Sammelalbum tun. Hier haben wir gleich zwei Sachen. Wenn ich es richtig sehe. Die holen wir uns doch mal. Was? Das war jetzt Fail pur. Egal. So. Da, 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 da. Ach ja, dann guck doch mal, ob in deinem Energy Molkepulver drin ist. Ja, locker. So, Moment. Nö, ist nicht drin. Okay. Nee, sieht nicht danach aus. Nö. Ach ja, kenne mich halt aus. Ja, du bist ja auch schon, wenn du da wirklich schon auf 240 bist, ne? Ach ja. Aber warum ist unsere Gilde schon wieder auf Platz 8? Wir waren doch schon viel besser. Aber Olli? Ja? Ich werde dich jetzt beziehungsweise wie lange willst du noch streamen? Weiß ich noch nicht. Ich streame gerade mal eine Stunde 35. Ein bisschen werde ich noch auf jeden Fall. Ja. Weil ich dich eigentlich noch fragen wollte, was jetzt unbedingt in die Öffentlichkeit gehört. Warte mal, das bekommen wir doch hin. Oh, warte. Wie lange ist denn die Frage? Ich muss dir etwas zeigen. Pass mal auf. Ich schick dir eine Nummer. Und du sagst mir bitte, ob du die Nummer kennst. Weil mir geht seit Tagen jemand auf den Zwirn. Und ich weiß nicht, woher die Person mich eventuell kennt. Beziehungsweise, die Mannschaft kennt mich nicht oder meine Nummer, aber man weiß ja nie. Okay, da frage ich mich dann schon. Haben wir so viele gemeinsame Freunde, dass es da eine Person geben könnte? Nee, Moment, ist okay. Ist okay. Ich hab hier einen Namen rausgefunden. Ist okay. Weißt du jetzt schon wer? Ja. Ging das mal schnell. Ey, ich wollte gerade die Nummer mal rauskopieren und dann stand da ein Name. Das ist jetzt aber Fail, ne, muss ich ja mal sagen. Nee, das ist dieses Gruppengedöns. Dann hast du ja auch, wenn die Nummer nicht gespeichert hast, schon mal einen Namen dazu daneben stehen. Ach so. Da hab ich vorher noch nicht drauf geachtet. Das ist sicherlich so ein Kevin oder so. Nein. Kein Kevin? Ah, hier ist wieder was möglich. Da. Oh, machen die Viecher komische Geräusche. Wie? Du hast noch nie vom... Hey. Das könnte sein, dass das die Tochter von einer alten Freundin von mir ist. Aha. Der Name passt zumindest. Und wenn sie hingegangen ist und hat ihr altes Handy samt Nummer ihrer Tochter gegeben, kann das hier hinkommen. Ist alles möglich. Oh, hör ich Geräusch hier. Oh, deine Katze hat wieder geschnurrt. Nein, das war der Zombie aus Ach so. Minecraft. Ach ja. Ich gehe mal kurz einfach mal alle nochmal hier mit dem Dings durch. Okay, geht noch nicht. Hallo Mimi, kommst du mich auch besuchen? Ja, ne?
Ja, und Annie gleich hinterher, ne? Da ist die andere Person sofort eifersüchtig, wa? Ja. Dabei habe ich Mimi gegenüber schon echt ein schlechtes Gewissen, was Streicheleinheiten angeht. Ach, machst du mehr mit einem Fremden, was frisch dazugekommen ist, ja? Ja, so ungefähr. Wie kannst du nur? Annie ist ja auch in dem Punkt so aufdringlich, du sitzt dann am Rechner und die setzt sich dann einfach so davor. Ne? Du hast so den Arm auf dem Tisch liegen und sie setzt sich dann so zwischen deinen Oberkörper und deinen Arm. Oh, das habe ich gehasst. Früher hatte ich ja nur einen Laptop gehabt, da hatte ich ja keinen PC, ne? Wo ich meine Katze noch hatte, ne? Ich bin an Laptop auf dem Schoß, ne? Was macht die Katze? Kommt auf dem Laptop und setzt sich auf die Tastatur rauf. Ja. Weißt du, aber also so, hi, ich bin auch da und setze dich erstmal auf die Tastatur. Kannst du mal bitte runtergehen? Ja, da bin ich froh, dass ich hier mein Computertischchen habe, da kann ich die Schublade reinfahren. Da passt keine Katze drauf. Ja. Ja, weißt du, du denkst du nichts, machst irgendwas am Laptop, weißt du, und Katze braucht Aufmerksamkeit, setzt dich einfach mal auf dem Laptop auf die Tastatur rauf. Ja, das hat Mimi aber am Anfang auch gemacht. Wo ich noch hier mit dem Laptop zugange war. Die hat sich nicht auf den Laptop gesetzt. Die hat sich auf die Maus gesetzt, also auf meine Hand. Mhm. Wo ich die Maus mitgesteuert habe. Ach ja. Ich finde schon lustig, dass alle noch schlafen um diese Uhrzeit. Also die meisten noch schlafen. Es gibt noch schon ein paar, die wach sind. Annie, lass Mimi doch mal in Ruhe. Bist du da hinter jedem Schritt hinterher stiefeln? Kennst du dich hier in der Gegend aus? Wenn du so weitermachst, ja, nehme ich nur Mimi mit ins Schlafzimmer. Oh, das war frech. Das ist böse. Ja, das ist auch böse, wenn man dann da, wenn man im Bett liegt, Mimi liegt auf einem drauf, man ist da schon so richtig schön im Kuschelmodus und dann quetscht sich eine Annie dazwischen. Das ist auch nicht nett. Das stimmt. Aber es ist doch mein Mage. Mein Mage dürfte doch ohne Probleme diesen Kampf gegen einen. Ja. Perfekt. Ich muss noch 19 Mal am Glücksrad drehen. Olli, ich hab Post gekriegt. Post? Ja. Ich bekomme bald nie wieder Post. Wieso? Weil die zum Ende des Jahres mein Postfach schließen, aus betrieblichen Gründen. Okay. Bei uns ist ja am Bahnhof die Post raus, ne? Die mussten ja da raus irgendwie. Die sind jetzt irgendwo in der Nachbarstraße. Aber die Postfächer können sie nicht mitnehmen. Man hat zwar jetzt noch Zugriff auf die Postfächer, aber bis noch bis Ende des Jahres. Und jetzt habe ich eine außerordentliche Kündigung bekommen, aus betrieblichen Gründen. Und ich bekomme nirgendwo anders ein Postfach her, ne? Ich brauche ein Postfach, was in meinem Ort ist. Ne, weil da ja auch die private Post hingeht, ne? Ja, du hast einen Briefkasten. Ja, aber ich will nicht meine private... Ich muss ja eine Anschrift angeben bei YouTube und so weiter. Und ich will nicht meine private Anschrift angeben. Ne? Ah, ja. Ich muss mal gucken, was ich da mache. Hast du nicht irgendeinen fasten Nachbarn? Wo ich sage, okay, hier, nimmst du meine Post? Uh-huh. Ich war schon am überlegen, ob ich einfach meine Packstation nehme, ne? Aber da liefern die keine... da liefern die wirklich nur Pakete drauf und keine Briefe, ne? Okay. Ich muss mal gucken, wie ich das am besten mache. Ja. Packen Sie doch bitte meinen Brief in ein Paket. Genau, ab sofort Briefe bis noch in Paketform, dankeschön. Ja. Warum nur unter 1 Euro für einen Brief bezahlen, wenn man auch 4,90 Euro oder so für einen Brief bezahlen kann? Ja. Aber das muss theoretisch möglich sein, wenn du auf einen ganz normalen Briefumschlag,
eine Paketmarke raufklebst, müsste es eigentlich in die Packstation gehen, weil das ja einen Barcode drauf hat. Briefe haben ja keinen Barcode, das können die ja nicht scannen, dass das in die Packstation eingegangen ist, weißt du? Mhm. Aber Pakete können sie. Ja, keine Ahnung. Ich habe sowas noch nie gebraucht und kenne mich da auch nicht aus. Also, da ich jetzt ja auch nicht mehr so wirklich viel zu tun habe, glaube ich, dass ich so langsam den Stream beenden werde. Auf jeden Fall, Märchen, Dingsterbumster, Schloss, Turm habe ich komplett verkackt. Da habe ich noch nichts geschafft, das dauert noch ein bisschen. Und ja. Mal gucken, wann ich da weiterkomme. Auf jeden Fall Peter Krebs und Bemo Kid, danke auf jeden Fall für eure Follows heute. Schön, dass ihr da seid. Ich weiß gar nicht, kann man bei Twitch auch eine Glocke aktivieren? Bei YouTube gibt es immer die schöne Glocke, ne? Ich weiß gar nicht, ob es das auch bei Twitch gibt. Oh, es kommt noch eine Loot rein. Achso, ist nur die Standardwerbung. Ja. So, mal eins gucke ich noch ganz kurz. Oh, die Geräusche gehen mir auf den Sack. Weg damit. Ah, schon besser. Es hätte ja auch sein können, dass hier die Handynummer, dass das, keine Ahnung, von Fabi oder sowas ist, dass die das irgendwie aus Snapchat oder was rausgewuselt haben. Eine Nummer von mir. Ach so, da, nee, das glaube ich. Das war so meine Idee, ob das irgendwie Fabi ist oder Leonie oder. Aber ich glaube, sowas geht, glaube ich, gar nicht, weiß ich gerade gar nicht. Ich auch nicht, keine Ahnung, aber du bist da ja in der Regel eher mit also auf dem Laufenden. Als so datenschutzmäßig, glaube ich, wäre das eine ganz böse Sache. Andersrum natürlich, okay, kann es funktionieren, ne? Wenn du jetzt natürlich deine Handynummer irgendwo angegeben hast, dann siehst du in den Kontakten, wer alles da von Facebook hat. Als Beispiel jetzt, ich glaube, das geht, ne, ohne Probleme. Ja. Aber ich werde sagen, ich beende den Stream. Ich wünsche euch einen schönen Samstagmorgen. Noch leicht neblig und trüb, aber vielleicht wird es ja heute noch ein richtig geiler Sommertag mit über 30 Grad im Schatten. Wer weiß, was noch so kommt, ne? Ja, also mir scheint mit 35 Grad die Sonne aus dem Arsch. Siehst du? Genau. Den durfte ich mir gestern anhören. Ich fand den geil. Oh Mann. Ja, gut. Euch einen schönen Tag. Wir hören uns, sehen uns, fühlen uns vielleicht später. Ach nee, okay, das war jetzt ein bisschen zu viel Infos. Bis zum nächsten Mal. Tschö. Ciao. Ja. Bis dann. Do I love the touch but never love the feeling? Why do I, baby, why do I?